Hallo und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Ja, passend zum letzten EM-Spiel der U21 der deutschen Nationalmannschaft kam dieses Gerücht auf. Jannik Keitel zum ersten FC Köln. Und da stellt mich halt, oder da stelle ich mich halt die Frage, ja, passt er zum ersten FC Köln? Deswegen schauen wir jetzt mal in diesem Video rein. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Ja, Jannik Keitel ist 23 Jahre alt. Er ist 1,86 Meter groß. Ist im defensiven Mittelfeld zu Hause eben Sechser. Und wie gesagt, hat aber auch noch einen Vertrag bei den Freiburgern bis zum 30.06.2024. Marktwert hat er 4 Millionen. Also ich denke mal, dass wir da locker mal ja, 5 Millionen auf den Tisch legen müssten, um ihn von Freiburg wegzueisen. Ja, schauen wir mal, was er so in dieser Saison beim SC Freiburg so gemacht hat. Er hat 22 Spiele gespielt, davon hat er 2 Torvorlagen geholt, 24% Startelfquote, das ist jetzt nicht so viel, 22% Spielminuten, das ist ebenfalls nicht so viel. Aber gut, wenn er da komplett aufgeblüht wäre, dann wäre er sowieso auch kein Gerücht für den ersten FC Köln, denn dann hätte der FC überhaupt gar keine finanziellen Mittel. Ja, wie gesagt, das ist jetzt erstmal noch nicht so berauschend. Im DFB-Pokal schauen wir auch da kurz mal rein. Da hat er 2 Spiele bestritten und 1 Torvorlage. Und in der Europa League hat er insgesamt 7 Spiele gemacht, aber eben auch kein Tor oder keine Torvorlage gegeben. Ja, wie gesagt, die EM bei der U21 lief genauso schwach tatsächlich. Die war auch nicht gut, denn da sind sie, wie gesagt, auch nicht weitergekommen, sind in der Gruppenphase ausgeschieden, kenne ich irgendwoher, auch von den älteren Profis oder von der A-Nationalmannschaft. Ja, also das war leider nicht so erfolgreich für ihn. Aktuell gibt es 2 Gerüchte, das ist unter anderem der erste FC Köln, ihr seht was, 25%, und der VfB Stuttgart ist eben noch auch interessiert, 23%, ja, Wechselwahrscheinlichkeit. Klar, bei Köln ist es noch nicht so hoch, weil das Gerücht eben gerade erst aufgeploppt ist. Deswegen, ich denke mal, dass da auch es vielleicht sogar noch wahrscheinlicher werden kann. Es ist ja auch erstmal nur so, dass der Kontakt besteht. Also es wurde auch noch nicht viel geredet. Also von daher ist es erstmal nur ein Gerücht und in dem Fall auch ein komplett neues Gerücht. Genau, deswegen sollte man das jetzt noch nicht so für voll nehmen. Aber für mich stellt natürlich trotzdem die Frage, wäre er denn einer für den ersten FC Köln? Denn wir haben ja eigentlich mit Christensen schon einen verpflichtet, genauso auch ein Sechser. Und er wäre eben auch eigentlich so eine Wundertüte wie Christensen, sowie aber auch, ja, Erik Madl ist jetzt eigentlich keine Wundertüte, denn aber er ist eben auch noch sehr, sehr jung. Und da stellt sich eben für mich die Frage, ob wir eben einen Jannik Keitel wirklich brauchen beim ersten FC Köln. Denn meiner Meinung nach haben wir noch Positionen, wo wir eigentlich deutlich mehr Verstärkung bräuchten. Das ist für mich ganz klar die rechte Verteidigung. Da warte ich heute noch auf ein Transfer, bin ich ehrlich. Denn ich glaube ehrlich, dass Schindler nicht verlängern wird. Denn wie gesagt, wir haben jetzt hier den 28.06. Am 30.06. läuft sein Vertrag aus. Und ja, also es sind nur noch 2 Tage. Mein Marvin Schwäber hat heute verlängert, aber ob Kingsley Schindler wirklich verlängert, das ist eben wirklich die Frage. Und da würde ich eher, ja, was machen, als jetzt auf der Sechserposition, wo man eben auch schon was gemacht hat. Aber, was natürlich auch wichtig ist, schreibt gern eure Meinung dazu in die Kommentare. Was sagt ihr zu Jannik Keitel? Ist es ein guter Spieler? Würdet ihr ihn sofort holen? Oder sagt ihr, nein, ich sehe es eigentlich genauso wie du, Janiklas, dass ich auch eher andere Positionen da schwächer sehe, die man jetzt mal stärken sollte. Und ja, weil man eben auf der 6 schon was geholt hat. Schreibt, wie gesagt, gern in die Kommentare. Würde mich mal sehr interessieren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr kein Video verpassen möchtet, dann abonniert gerne diesen Kanal. Würde mich extrem freuen. Ich bin damit raus und bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin, macht's gut, euer Niklas und ciao.